Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Mein Name ist Lord Yoda und mir ist, ja, während der, nee, nicht während der Aufnahme, nach der Aufnahme, ist ein bisschen eher für mich ein Tag, seit dem letzten Mal dran denken, ich bin immer noch am Voraufnehmen, aufgefallen, dass wir hier drüben ja einen Meteoriten runterkommen haben sehen, mit dem wir gar nichts mehr gemacht haben. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach. Hier ist er, glaube ich. Was das denn ist. Genau, da ist er. Small Meteor. Stein. 102 Stein. Das war ja richtig heftig. Ja, okay. Gut. Hat sich ja gelohnt, dass wir da hingerannt sind. Naja, egal. Nicht so wichtig. Was wollen wir machen? Nun, wir wollten machen, dass die Züge automatisch auch die Chunks of Ruby liefern. Und außerdem wollte ich noch schauen, ob ich hier in irgendeiner Kiste zufällig Chunks of Ruby drin habe. Ja, tatsächlich, hier. Dann werden wir dich mal gleich in eine andere Kiste packen. Damit das darüber gepackt wird. Hier zum Beispiel diese Kiste da. Chunks of Ruby, da. Können wir die auch gleich mitmachen. So. Das sollte jetzt transportiert werden. Richtig. Ja, da fliegt auch schon was. Okay, wunderbar. Dann bereiten wir erstmal vor. Ah, da ist der Zug gerade da. Das trifft sich ja gut. Dann. Ne, aus, hör auf. Auf. Wie ging das nochmal? Naja, so gar nicht. Ha, so könnte man es machen. Okay. Also, du nimmst bitte Chunks of Ruby hier. Und hier nimmst du diese komischen Mauern mit. Das, glaube ich, waren Hardened Walls, richtig? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall kommen hier schon mal Chunks of Ruby rein und das ist ja schon mal gut. Dann brauchen wir eine Provider-Kiste. Haben wir auch schon ein paar. Die stellen wir einfach dahin, packen einen Intelligenten dran und sagen dem, du bitte ja, im Prinzip sämtliche Chunks. Chunks of Ruby, Chunks of Sapphire, Chunks of Emeralds, glaube ich, die haben wir so. Aber, ja, die anderen können wir auch noch mitteilen, dass er machen darf. Gut. Und dann würde ich sagen, fahren wir runter und bereiten das Ganze auch vor. Sozusagen für die, ja, was heißt bereiten das vor? Machen, dass die Roboter das überhaupt auch noch einladen. Weil ist ja schön und gut, dass wir es ausladen, aber solange nichts eingeladen wird, können wir damit auch nichts anfangen. Genau, hatte ich sonst noch irgendwas, was ich vergessen hatte? Fällt mir gerade nicht ein. Aber, ja, wird garantiert irgendwas sein, aber. Schauen wir mal. Okay, also, wir brauchen, na, im Prinzip würde ich sagen, machen wir das hier auch. Wir sagen einfach hier Chunks Ruby bitte und hier Chunks Topaz bitte und hier Chunks Diamond bitte und hier Chunks Emerald bitte. Nicht vergessen, Ruby, Topaz, Diamond, Emerald. Sapphire, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall wird das jetzt hier auch hingepackt. Hier haben wir schon wieder sowas Dickes. Und naja, wir haben hier wie viel drin? 12.000. Viel? Helfen wir mal kurz mit. Wobei. Na, wobei. Eigentlich wurscht. Aber vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir einen zweiten LKW dranhängen, wollte ich fast sagen. Güterwaggon, so heißt das Teil. Mann. Außerdem
könnten wir hier unten mal wieder so ein Lager angreifen gehen. Wir haben ja wieder hier so ein paar Kapseln. Das hatte, glaube ich, ziemlich viele hier von den Würmern. Aber, ja. Das kriegen wir schon hin mit vielen Robotern. So, ich glaube, jetzt sollten wir das sogar haben. Ein bisschen kiten, wobei wir können nicht drauf schießen. Gut. Und dann haben wir hier mal wieder ein paar Alien-Pakete, die wir mitnehmen können. Die größeren sind halt doch einfach angenehmer. Weil da kriegt man gleich ein paar mehr. So, wie viel waren das jetzt? 24. Ja, danke. Das ist doch deutlich praktischer. So, ihr explodiert meine Runde. Ist schon recht. So. War zwar doch recht teuer, aber passt schon. So. Da wollen wir irgendwie durch. Genau, jetzt müssten wir hier natürlich noch einstellen. Also, Saphir könnten wir vielleicht noch dahin tun. Das ist dann auch schon fest, das ist schön. Und Emerald müssen wir, glaube ich, noch. Zwar nicht ganz so viel, aber wir brauchen es auf jeden Fall noch. Das heißt, das machen wir einfach mal gleich fest. Gut. So, passt das dann? Wir haben ein paar Reparaturkits. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Doch, das sollte passen. Wunderbar. Vielleicht können wir noch ein zweites mit dem hier voll machen. Vielleicht auch noch ein drittes. Ich meine, davon haben wir echt viele. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Gut. Dann wollen wir wieder hoch. Das macht dann schon jetzt mal so langsam vor sich hin. Und ja, das Speichern dauert auch immer länger. 97 Türme in Kampf verwickelt. Ja, ja. Macht ihr mal. So, oh, wir haben gar keine Waffen mehr. Dann stell doch mal noch ein bisschen panzerbrechende Munition her, während wir hier hochfahren. So, hallo, wieder in der Hauptbasis. Zug erhalten, aussteigen. Wunderbar. Und das waren was für Hardened Walls. Okay, aber der stellt natürlich jetzt Hardened Walls her bis zum Erbrechen. Auch wenn wir da gar nicht so viele haben. Hm. Ach, wird schon irgendwie. Gut, also. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben so ein paar Tungsten Plates, wir haben so ein paar Tungsten Gears. Und zwar hier. Ja, die stacken wirklich in 200er. Ja. Das ist mir fast ein bisschen zu langsam. Muss ich fast zugeben. Wobei, es fließt gar nicht schneller raus. Weil. Why you no flow schneller? Können wir das mit einem unterirdischen Rohr noch beschleunigen, dass wir irgendwie von der anderen Seite auch noch rauskommen? Ja, crafte das noch fertig. Jetzt muss ich dich auch nochmal abbrechen. Also, einmal hier nach hier und dann noch verbinden. Geht das dann schneller? Wait. Habe ich das gedreht oder hat sich das selber gedreht? Und? Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber okay. So, wie sieht das hier aus? Na, es ist ein bisschen Lava in den Rohren.
keine Ahnung, ob es mehr oder weniger wird. Aber sonst arbeitet der hier nicht. Wegen nicht genügend Lava. Hä? Und der auch nicht. Der arbeitet aber. Das heißt, ja. Hatte ich das nicht gemacht? Hier auch noch rausgebaut? Komisch. Irgendwie habe ich das noch übersehen. Aber passt schon. Jetzt sollte das dann auch wieder besser laufen. Ja, war ja genügend drin, nur nicht draußen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, also, wir haben Tungsten, wir haben Brass, was Messing war, genau. Nicht falsch sagen. Und wir haben Elektrum. Das heißt, eigentlich haben wir im Prinzip mehr oder weniger alles, was wir brauchen. Ja, das heißt, wir könnten mal anfangen, hier Highly Advanced Circuits herzustellen. Warum? Na, so hier diese ganzen Sachen. Oh, den könnte man schon herstellen. Crystal Formation, ah, den wollen wir gar nicht. Wobei, die Sachen brauchen das gar nicht. Was brauchen wir denn hier? Rubber und Wood, okay. Mehr Rubber und Wood. Und natürlich mal ein paar mehr Eisenplatten und sonst was. Braucht das eigentlich den vorherigen? Ja. Gut, dann holen wir uns doch mal ein bisschen Holz. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was rumliegen, habe ich gehört. Und ein bisschen Rubber. Holz und... Hier ist tatsächlich kein Rubber drin. Jetzt aber. So, dann stellen wir doch mal so einen komischen Electric Mining Drill her. Einfach mal nur so, um anzugucken. Anbieterkiste. Da können wir jetzt... die nicht. Die will ich haben. Auf jeden Fall mal die reintun. Die müssten abgeholt werden. Und was haben wir denn hier noch jetzt so viel drin? Ah, Reparaturkits. Da will ich vielleicht 50. Und... Na, der Rest passt eigentlich. Mehr oder weniger. Der passt eigentlich. So, wenn wir jetzt mal kurz angucken. Also, der hier hat eine Abbaugeschwindigkeit von 0,5. Abbaukraft 3, whatever. Der hat hier schon eine Abbaugeschwindigkeit von 1,25, also mehr als doppelt so schnell. Und der hat 2,5. Heftig. Und wir haben einen... Ja, können jetzt noch den MK3 hinterher bauen. Weil wir halt die ganzen Platten und so wieder geliefert bekommen haben. So dass es sich ausgeht, sozusagen. Doch, das macht Spaß mit dem, ja, geliefert bekommen. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist einfach, dass das hier nicht automatisch... dass es keine Forschung gibt, dass man ein bisschen größeres Inventar hätte. So 10, 20 mehr Slots wären manchmal schon ganz praktisch. Vor allem mit Mods, dass man einfach so viele unterschiedliche Sachen hat. Also ich meine, wenn man jetzt das Vanilla hat... Dann hat man ja hier kein Tungsten, kein Silber, kein Brass und kein Tungsten, habe ich gleich, wie auch immer. Das heißt, es fallen einfach mal schon mal 10 Sachen weg, die ich jetzt zusätzlich mit mir rumschlepp, die man aber theoretisch nicht braucht. Wenn ich das richtig sehe. Wird das hier nicht reingeliefert. Why? Warum? Why you no work? Wahrscheinlich wieder, weil es von der Seite nicht funktioniert, oder was? Oh, Moment. Du willst Crushed Ruby und nicht Chunks of Ruby.
Du willst Chunks of Rue. La 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 la. Chunks of Ruby. Du bist mal kurz eine Anbieterkiste. Oh, bist du nicht? So. Besser. Das ist ein bisschen heftig, wie viel Sand man da braucht. Ja, wie auch immer. Wir haben jetzt hier Chunks of Ruby drin. Und gut ist, keine Ahnung, wieso ich die hier reintun wollte. Komisch. Das könnte man mal kurz auch noch beschleunigen. Das wird ja nicht gehen, oder? Richtig. Oh, apropos. Wir sollten mal hier diese wunderschönen Pakete. Hä? Was hatte ich gerade hergestellt? Ah, den da. Den falschen. Der Cheater. Weil er so wirkt, als ob er das wäre. So, dich ersetze ich mal durch die Vierer. Und jetzt haben wir eine Produktivität von 80. Das heißt, ja, statt einem kommen jetzt 10 kommen jetzt 18 raus. Finde ich nicht schlecht. Finde ich echt nicht schlecht. So. Genau, jetzt ist es endlich fertig. Das heißt, wir können hier irgendwie rübergehen zu einer passiven Anbieterkiste und hier jetzt sagen, wir wollen Module 4er 40 Stück. So, mal ein bisschen automatisieren das Ganze. Oh, wir können natürlich auch die Modulproduktion produktiver machen. Bin ich jetzt etwas erstaunt, dass das funktioniert. Aber okay. So, apropos, hier kann man ja sehen, was es alles gibt. Wo kann man es sehen? Wo habe ich es gerade gesehen? Wo habe ich das gerade gesehen? Ah, richtig, hier. Also, Pollution Cleaning und das sind wirklich die besten. Okay. Also, es gibt kein Kombination, ich mache alles toll, Modul. Schade. Wäre auch schön gewesen. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen zu overpowered. So, hier ist gerade richtig Spaß. Und wir haben jetzt natürlich endlich den Electric Mining Drill fertig, den ich jetzt mal aufstellen könnte. Und nachdem es hier uninteressant ist, werde ich den hier drüben aufstellen. Einfach nur mal rauszufinden, wie schnell der denn arbeitet. Da. Kann man ersetzen? Nö. Dann setzen wir mich trotzdem hin. So. Ja. Ja. Also da werden ungefähr alle anderen arbeitslos, wenn der arbeitet. Ja, aber er stellt auch so viel her wie 5. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ist halt nur gerade nicht so wirklich das, was wir brauchen, aber beziehungsweise, weil es heißt nicht das, was wir brauchen, sondern gerade haben wir einfach ja, genügend andere, sodass es nicht ganz so wichtig ist. Wie sieht es eigentlich aus mit, ja, Module gibt es auch noch. Mhm. Produktive, mhm. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Hier zwei davon und zwei davon ist vielleicht. Ja, jetzt arbeitet er gar nicht mehr. Sehr gut. Jo, das ist doch schon mal was. So, aber ich will trotzdem jetzt, warum auch immer, meine Highly Advanced, wie heißen sie? Highly Advanced Circuits? Ja, Highly Advanced Circuits herstellen. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die gerade brauchen, aber wir werden sie schon irgendwo brauchen. Zweifelsfall für, ach, keine Ahnung. Da, zum Beispiel die Sachen. Und ich finde, solche Sachen können wir gerne per Hand her. Nee,
andersrum, möchte ich nicht gerne per Hand herstellen. Dementsprechend werden wir das jetzt irgendwo hinstellen. So, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen Bundled Wire, Electrum Alloy und erweiterte Schaltkreise. Bundled Wire ist ein Kupferkabel, rotes Signalkabel und grünes Signalkabel und Rubber. Das heißt, wenn wir jetzt mal kurz nach unten gucken, bei benötigten Materialien, es läuft auf Eisenplatten, Kupferplatten raus und eben Rubber. Wobei, wenn ich mich nicht ganz täusche, das hier war einfach nur eine Kupferplatte und das Kabel war noch ein Schaltkreis dazu. Okay, das heißt, Kupferkabel schicken wir ja, glaube ich, eh schon rum. Sogar ausnahmsweise mal genügend. Und ja, im Prinzip brauchen wir Kupferkabel plus elektronische Schaltkreise auf einem Band. Das ist also genau das, was wir hier theoretisch schon haben. Da. Kriegen wir das irgendwo anders auch noch hin? Wie weit kommen wir denn da unterirdisch? Auf jeden Fall mal durch. Okay. Und wie weit kommen wir, sagen wir mal, da? Theoretisch rüber. Aber es ist natürlich ein bisschen blöd deswegen. Das ist auch ein bisschen blöd, aber aus anderen Gründen. Aber sonst kommen wir da nirgends durch, oder? Nee. Das heißt, wir müssten, wenn, dann das hier noch unterirdisch machen, was jetzt nicht unbedingt das Problem wäre. Das heißt, überlegen wir uns das mal theoretisch. Also, vermutlich mal von hier bis da. Bedeutet natürlich, das muss auch unterirdisch. Also von da bis da und dann irgendwie einmal lustig im Kreis. Und von hier bis hier und dann irgendwie darüber. Und dann kommt man erst recht nicht mehr durch. Ja, super. Auf jeden Fall mal hier Strom. Ich finde es interessant, dass die von oben angeschlossen sind und nicht von unten. Und das Teil braucht auch noch Strom. So, ich glaube, es läuft wieder alles. Nee, nicht ganz. Da ist noch einer, der streikt. So, jetzt aber. Gut, dann haben wir hier Kupferplatten und... Ach du Schande, da hinten wollen wir ja hin. Unforeseen Events. Knowledge has decreased. Nicht gut, aber auch nicht ganz so wichtig. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal rüber. Irgendwie da so hin. Bauen wir nochmal ein paar Transportbälder da. Viel zu viele Zahnräder. Haben wir da gerade welche in der Nähe zum Klauen? Ich sehe keine, schade. Okay, also schon mal weiter planen. Hier irgendwie außen rumfahren. Ich glaube nicht, dass wir da noch mehr herstellen müssen. Und vielleicht... das würde ich gern behalten. Hierhin. Okay, das heißt, wir müssen... Weißt du was? Bauen wir ihn nacheinander. Dann kriege ich den nämlich heute noch. So, das wird aber nicht funktionieren. Da kommen wir nicht durch, oder? Nee. Knapp wäre übertrieben. Das heißt, wir könnten mal wieder schauen, dass wir das irgendwie mit einem unterirdischen lösen. So von da nach da, irgendwie sowas. Dann würden wir mit dem durchkommen oder wir machen es logistisch. Was natürlich immer eine Möglichkeit ist. Hier müssen wir es auf jeden Fall mal machen. Also von hier nach da. Ah, Spielerinventar voll. Wegen was denn?
Wegen was denn? Ja, auf jeden Fall hier nochmal dasselbe. So. Und ich muss irgendwie mein Inventar mal kurz befreien. Definitiv zu viel Holz. Whitewood brauche ich nicht. Whiteberry brauche ich nicht. Dich brauche ich gerade nicht. Dich kann ich raussetzen. Dich brauche ich nicht. Robotergestelle brauche ich gerade nicht. Oh, jetzt sieht es eigentlich gerade ganz gut aus. Da habe ich viel zu viel im Inventar, keine Ahnung warum. Okay, also weiter im Text. Unterirdisch von da nach da. Ich möchte übrigens kein Quarzerz da drin haben, dankeschön. Und von hier irgendwie darüber. Und jetzt schließen wir das Ganze einfach nur noch an. So. So. Und die Viecher möchte ich auch nicht im Inventar haben. So. Gut, also. Jetzt sind wir mittlerweile irgendwo, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Sachen ja auch noch gebraucht hätte. Ja, super. Egal, jetzt sind wir schon da, jetzt bleiben wir auch da. Also, wir brauchen eine Montagemaschine. Fangen wir hier drüben an. Und wir wollen herstellen. Wobei, die stehen ein bisschen blöd. Wir wollen herstellen. Schaltkreise. Fangen wir nochmal hier an. Bundled Wire. Das heißt, wir brauchen Kupferkabel. Haben wir rote Signalkabel und grünes Signalkabel. Okay. Das heißt, einmal ein rotes Signalkabel. Einmal ein, wir bauen das alles zusammen. Und einmal ein grünes Signalkabel. Hier ist das Ditech Bundled Wire. Strom und Strom. Und hier und einmal noch verbinden irgendwie. So. Gut, dann einladen, einladen, einladen. Na ja klar, umladen. Du passt da nicht hin, du musst doch da irgendwo hin. Und umladen. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Rubber. Und das lösen wir dann halt mit einer. Wir sind doch schon da. Jetzt können wir es auch noch rüberbringen. Oder? Logistisch oder nicht? Ah, ich höre euch eh schreien. Logistisch! Also machen wir es logistisch. Also einmal Rubber. Weiß ich nicht, 50 Stück. Und das Ganze mit einer Kiste einladen. Wo bleiben sie? Also wenn die jetzt nicht bald kommen, brauchen wir mehr. Ah, waren schon. Okay, wunderbar. Wir haben Bundled Wires. So, und als nächstes wollen wir das noch verwandeln in die Dinger hier. Die brauchen erweiterte Schaltkreise, Wires und Elektrum. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen das so. Wir stellen hier eine Montagemaschine auf, wo wir sagen, wir wollen das hier. Und sagen hier, wir wollen hier auch gern noch erweiterte Schaltkreise, auch 50. Und Elektrum Ingots, ebenfalls 50. Oder passt das von den Zahlen? Das passt von den Zahlen. Gut.
Das sollten wir ganz noch verbinden. Einmal so rum, einmal so rum. Und sobald hier jetzt auch noch Elektrum angeliefert wird, was eigentlich jeden Moment sein sollte. Sollte. Ah, da kommt es auch schon. Haben wir dann die nächsten Sachen. Und somit können wir dann auch Logistikroboter MK2 herstellen. So, ich habe mal kurz drei geschnappt. Warum? Nee. Wart. Aus. Aus! Verdammt! Das ging zu schnell. Falsche Taste. Dietech. Highly Advanced. Kann man hier die reintun? Oder nicht? Habe ich den falsch hingesetzt? Ich befürchte, man kann die doch nicht benutzen. Oder ich habe irgendwas ganz falsch gemacht. Nochmal. Montagemaschine. Dahin. Highly Advanced Circuits. Ah, du hast Rubber im Inventar gehabt, deswegen. Jetzt. So, und jetzt die Vierer rein. Und jetzt fehlt hier noch. Ah, okay. Ich bin schon irritiert, was hier los ist. So, also eine Anbieterkiste hier noch hin. Viel Spaß beim Produzieren. Machen wir mal zwei Stacks. Und wir lassen uns die liefern. So, 100 Stück. Ja, cool. So, also, wie viele Roboter haben wir im Moment? 3 Stück. 1, 2, 3. So, jetzt bin ich gespannt, wie die abgehen. Zoom! Okay. Ich hätte dann gern davon ein paar. Ich würde vorschlagen, das ist doch eine gute Gelegenheit, dass wir die Logistikroboter erweitern. Wir haben ja hier irgendwo eine Produktion. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!